Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hieß es, dass wir zurück zu Sir Stefan gehen sollten und da sind wir jetzt auch. Ich hoffe, ihr werdet es überdenken. Diese Bedrohung gilt uns allen. Die Goldklingen sind keine Söldner, die ihr rufen könnt, um eure Probleme zu lösen, Graf Stefan. Meine Ritter sind bereit, doch Kapitän Siravan ist nicht davon überzeugt, dass sie sich diesem Kampf anschließen möchte. Aber egal. Ist Druidin Laurel wohl auf? Ist der Heilige Stab sicher? Laurel geht es gut, doch Fürst Bakaru hat alle drei Insignien und Free. Wir glauben, sie sind auf dem Weg nach Üphelon. Er soll ins Reich des Vergessens fahren. Wenigstens geht es Laurel gut. Ich habe alle Ritter versammelt, die ich entbehren kann. Doch wir könnten wirklich Siravan und ihre Goldklingen brauchen. Vielleicht könnt ihr sie überzeugen, uns zu helfen. Ich spreche mit Kapitän Siravan. Das würde ich zu schätzen wissen. Seit Stunden schon beiße ich mir daran die Zähne aus. Erinnert sie daran, dass jeder sichere Hafen, den sie auf Galen hat, sich schneller in Luft auflöst als ein Wassertropfen in einer heißen Pfanne, wenn Fürst Bakaru die Kontrolle über den Archipel übernimmt? Oh, glaub mir, Stefan, das werde ich tun. Ich bekomme einfach nicht genug von dem Essen, das ihr Landbewohner verspeist. Es ist so köstlich. Das Gräflein hat euch herübergeschickt, um mich davon zu überzeugen, dass ich euch helfe, nicht wahr? Meine Antwort ist die gleiche. Was kümmert mich euer politisches Trauerspiel? Fürst Bakaru hat sich selbst zum neuen Druidenkönig ausgerufen. Und was genau geht mich das an? Ob die Druiden einen König wollen oder nicht, ist ihre Angelegenheit, nicht meine. Meeresfürst Nalos war mein Problem und darum habe ich mich gekümmert. Was auf Galen geschieht, spielt keine Rolle für mich. Wir haben euch geholfen, Meeresfürst Nalos zu besiegen und eure Mannschaft und euer Schiff zurückzuholen. Nur weil unsere Ziele einmal im Einklang waren, heißt das nicht, dass wir für immer Seite an Seite segeln werden, Söldnerin. Wir beide wollten Nalos tot sehen und nun ist er es. Das war ein Sieg für uns beide. Ich brauche gute Gründe, um meine Mannschaft noch einmal aufs Spiel zu setzen. Wie ist es damit? Wenn Fürst Bakaru und seine Verbündeten die Kontrolle übernehmen, wird kein Hafen auf den Inseln mehr für euch sicher sein. Das ist wirklich etwas, was ich nicht bedacht hatte. Ich mag die sichere Zuflucht hier, die das Gräflein uns geboten hat. Und was war das von wegen Verbündeten? Bakaru arbeitet mit dem Feuersang zusammen? Nun gut, ihr habt mich überzeugt. Mein Schiff gehört euch. Fürs Erste. Ich wusste, ihr würdet einwilligen, Siravan. Treffen wir uns am Bastüranleger. Tja, ihr habt halt alle großes Vertrauen zu mir, ne? Gut, wir machen uns auf zum Anleger. Wenn ich den denn jetzt finde. Moment, das ist einmal da runter. Hat der mich gerade ausgepumpt hier? Hallo? Geht das noch? Moment, komme ich hier durch? Hört her, Hafenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem Brand. Es tut gut, euch zu sehen, meine Teure. Und ist das Graf Stefan? Schön, dass sich Haus Monarch uns anschließt, eure Hoheit. Kapitän Sajis Schiff ist bereit, Segel nach Iphelon zu setzen. Nun, da wären wir also. Mitten in einer Geschichte, die sogar für Ermittlerin Vala zu ausgefallen sein könnte. Zum Glück haben wir euch. Ich kann es immer noch nicht wirklich glauben. Fürst Bakaru ist der emporstrebende Fürst. Steigen wir an Bord des Bootes und fahren wir los, meine Teure. Machen wir. Wenn ihr mir sagt, wo das Boot ist. Leute? Ach, hier unten. Da sollen wir alle drin Platz haben. Okay. Wir versuchen es mal. Kaska, mach dich ein bisschen schmal. Na, hat geklappt. Laurel, Rüvana und ich unterhielten uns während der Reise. Falls Fürst Bakaru wirklich den Geist des Vulkans wecken will, wird er dies im Inneren des Feuersangbergs tun müssen. Und da er weiß, dass wir kommen, wird er uns alles entgegensetzen, was er kann. Also, was schlagt ihr vor, Fürstin Arabelle? Einen Taschenspielertrick, meine Teure.
Graf Stefan und Kapitän Siravehn sind weiter den Strand hoch angelandet. Während unsere Verbündeten am Haupteingang ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, werden wir beide in ihrem Fahrwasser folgen und einen anderen Weg in den Berg finden. Kennt ihr einen anderen Eingang, den wir nutzen können? Laurel war sich nicht sicher, doch sie meinte, sich an eine Höhle rechts vom Haupteingang zu erinnern. Suchen wir dort. Wenn sich sonst nichts findet, erfahren wir wenigstens, wo diese Höhle hinführt. Ist ja besser als nichts. Dann kommt. Hinten stehen schon die ersten Gegner. Höhle ist noch weit. Sind keine Gegner, sind Verbündete. Der Orden der Emporstrebenden hat sich in den Berg zurückgezogen. Siravehn und ihre Piraten sind ihm nachgesetzt. Wir kamen vor eurem Schiff an und übernahmen die Führung. Fürstin Arabelle wollte, dass wir den Weg frei machen, und wir haben getan, was wir konnten. Dabei trafen wir auf ein großes Kontingent Ritter der Emporstrebenden. Siravehn und die Goldkling haben die Überbleibsel dieses Trupps zum Haupteingang verfolgt. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie scheint heute alles zu kommen. Erst war es der Müllwagen, jetzt kommt irgendwie so ein komischer Fritze hier. Wo müssen wir jetzt hin? Ach so, weiter nach unten. Können wir hier... Nee, können wir nicht. Jetzt kommt irgendein Fritze hier, ich glaube wegen Elektroschrott oder was, keine Ahnung. Ich weiß nur, hier dingelt es irgendwie die ganze Zeit. Okay, ich sollte, glaube ich, von oben eigentlich kommen. Moment, da hinten ist ein Übergang. Wenn ich denn hier rüberkomme. Das sieht gut aus. Den haben wir doch schon mal. Hallöchen. Hallöchen. So nicht. Mit Assassinen kenne ich mich aus. So. Ja, hier waren wir tatsächlich, um die Gefangenen zu befreien. Das ist gut, dass sie direkt fliegen. Hey, wo kommst du denn jetzt her? Geht das noch? Aber wo soll ich hier suchen und wo... Ach so, nach den Eingang, ja klar. Schon wieder alles vergessen, weil ich jetzt eine Pause machen musste wegen dem Typen draußen. Besser gesagt, wegen dem Dingeln. So. Dieser Tunnel schneidet tief in den Berg. Hoffentlich führt er uns zu Fürst Baccaro. Ja. Hoffentlich. Feuer, sang Druiden. Geht vorsichtig weiter, meine Teure. Der Druidenkönig ruft den Geist des Vulkans herbei. Tschüss. Ich kann grad nicht. Mach doch nicht über Lava. So, hier müssten wir theoretisch gleich auf jemanden treffen. Er rettet Free, okay. Kümmert euch um das Kleinvieh. Ich muss Free retten. Hört nicht auf, meine Brüder und Schwestern. Der Geist des Vulkans regt sich. Vielen Dank, Laurel, Freundin. Aber der Vulkangeist ist erwacht. Ist das der Vulkangeist? Sieht so aus. Windwirbel. Muss ihn rufen. Haltet sie zurück, während ich singe. Okay, wir müssen sie zurückhalten. Piekst dich mal ein bisschen... Viele noch. Jetzt, Freunde, tretet in den Windwirbel. Welche Windwirbel? Den hier. Nein! Der Windwirbel. Tretet hinein und er wird euch in Sicherheit bringen, Laurel, Freundin. Kommt aus der Lava raus, ihr müsst euch nicht umbringen. Hallo? Ich kann nur mit Free reden. Ey, wollen die mich jetzt hier veräppeln?
Ich kann die ganze Zeit nur mit Free reden. Was ist denn hier los? Und nun erwacht auch der Vulkan. Dakaro ist wirklich verrückt. Bleib bei Free, meine Teure. Ich muss die anderen warnen. Ja, ich bleib hier, damit ich nochmal sterben kann. Kein Thema. Free, vielen Dank für den Wirbel. Der hat nichts genützt. Ich werde helfen, so gut ich kann. Alter, was war das denn jetzt gerade? Ich wollte übrigens mal gucken. Ich glaube, mein Barfoot ist zusätzlich auch noch abgelaufen. Wobei, das ist irgendwie schon ein paar Folgen abgelaufen. Ich meine, wir müssen in die Richtung ungefähr, ne? Eieiei. Egal, wo ich hingeguckt habe. Immer stand da mit Free reden. Ich hoffe, du bist noch dabei. Wenn der Feuersangberg ausbricht, wird das viele Opfer fordern. Lava wird den Archipel verschlingen. Hallöchen. Geht's gut? Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich Barfoot genommen habe. Nicht von euch. Nicht von Naturgeistern. Seht, wie der Berg mir gehorcht. Geist des Vulkans. Schickt euren Avatar, um meine Feinde zu vernichten. Mann, geh mir doch nicht auf den Sack hier. Ich muss hier gerade was anderes besiegen. So. Der ist schon wieder. Oh, ist das nervig. Geht auf, meine Freundin. Wir wollen beide das Gleiche. Ein Ende dieses dummen Krieges und etwas Besseres als den Rubinthron. Der Geist ist zu mächtig. Sobald er entfesselt wurde, ist er nicht zu kontrollieren. Geist des Feuersangbergs, leiht mir eure Stärke. Macht, meine Feinde zu vernichten. Ich bin Fürst Bakaro, der emporstrebende Fürst, der Druidenkönig. Bald werden die Allianzen nur Asche und Glut sein. Der Geist wurde eins mit ihm. Jetzt wird der Vulkan seinem Wesen folgen. Er wird ausbrechen. Geh drüben. Ich rufe noch einen Windwirbel. Ja, das hat ja beim ersten Mal schon so wunderbar funktioniert. Jetzt steht mal Benutzen drin. Perfekt. Findet Fürst Bakaro, aber wo muss ich jetzt hin? Zeigt mir nicht an, dass ich hier rum muss. Weil hier ist doch Sackgasse. Kannst du uns vielleicht mal irgendwie... Wo kommt ihr denn hier schon wieder her? Kannst du uns mal hier den Weg weisen?
Wie brennst du? Kommen wir hier nicht weg? Hallo, nimm das doch endlich mal. Aha. Das ist schon besser. So, das war eine Sackgasse. Guten Tag, schlaft ruhig weiter. Alles ist gut, der Vulkan bricht auch nicht aus. Ja, würde ich ja gerne. Ich komme hier aber nicht rum. Wenn die Idioten nicht mal weggehen. Oder sterben. Also schneller sterben. Sterben tun sie sowieso. Gut, jetzt kann ich auch das noch nicht machen. Ah, ist das nervig. So. An den erinnere ich mich. Oh. War jetzt ein Fehler, aber ich bin nicht. Keine Allianz mehr. Kein Rubinton mehr. Jeder des Efeutons beginnt jetzt. War der gerade. Stellt euch der Wut des Feuersandbergs. Das ist ein Prozess. Laden wir meine Zeit ein bisschen auf. Ist doch keiner. Wie sieht ihr denn immer an? Hallo, du musst schon lange, schon lange wieder antastbar sein. Was visiert der hinter mir immer an? Die Lava. Hä? Ach. Ich kann mich aber, glaube ich, daran erinnern, dass das schon mal so verbuggt war. Offenbar hat Zenimax nichts dagegen gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass man dann rausgehen muss. Weil hier ist ja nirgendwo mehr ein Gegner. Wir können jetzt nicht angreifen. Ja, geil. Was war das jetzt für ein komischer Trick hier? Das ist ja fast wie im Verlies hier. Nein! Ach komm! Muss das immer genau in dem Moment kommen, wenn ich die Ulti geworfen habe? Ich meine, gut, das hat jetzt letztendlich die Dinger wieder kaputt gemacht. Das Problem ist, dadurch, dass die wahrscheinlich zu schnell jetzt kaputt gegangen sind, kriegt er das jetzt wieder nicht auf die Reihe, die nächste Runde einzuläuten. Funke kann ihn anschießen. Ich nicht. Ich schieße halt immer noch hinten. Komm, entbug dich mal bitte. Also wenn ihr das Problem auch habt, nicht aufgeben. Zenimax, programmierst ja geile Spiele, aber die Bugs manchmal, ne? Na komm, komm. Ich kann mich auch hier hinstellen, gar nichts machen, aber... Mein Problem.
seid der Insignien nicht würdig, falscher König. Ja! Ein langer, harter Kampf. Er flüchtete, als der falsche König starb. Der Vulkan hat keinen Geist mehr, um ihn zu besänftigen. Und zwar deswegen, weil man immer erstmal eine ganze Weile warten musste. Irgendwie scheinbar haben wir zu schnell zu viel Schaden gemacht. Der falsche König ist tot. Doch der Geist des Berges ist es auch. Ohne einen Geist, der ihn besänftigt, wird der Feuersangberg weiterhin wüten. Gibt es einen anderen Weg, ihn aufzuhalten? Vielleicht, wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Ein neuer Geist muss die Leere im Herzen des Feuersangbergs füllen. Ich werde dieser Geist sein. Was soll das bedeuten, Free? Es bedeutet, dass ich den Vulkan besänftigen werde, ehe er den Archipel verwüstet. Ich werde versuchen, den schlimmsten Schaden auf Ypphelon zu halten. Doch ich werde eure Hilfe brauchen, Laurel, Freundin. Freundin von Free. Was soll ich für euch tun? Stellt die Insignien in einem Kreis um mich auf. Danach befehlt ihr mir, mich an den Berg zu binden. Ihr seid nicht der Druidenkönig, doch mit den Insignien und meiner Bereitschaft sollte die Bindung halten. Anschließend werde ich tun, was ich kann, um den Vulkan zu beruhigen. Was wird im Anschluss mit euch geschehen, Free? Ich werde bleiben, doch ich werde anders sein. So wie der Samen ein Baum wird, werde ich der Geist des Berges werden. Und ich werde schlummern wie der Feuersangberg. Nun nehmt die Krone und die Stulpe und legt sie um mich herum aus. Ich werde tun, was ihr wünscht, Free. Schnell, Freundin. Ordnet die Stulpe und die Krone zu einem Ritualkreis an. Jetzt ist Free der Geist des Feuersangbergs. Jetzt wird der Vulkan wieder Ruhe finden. Lebt wohl, Freundin. Und habt Dank. Oh, ist das heftig. Ich höre den Berg hier immer noch. Ich habe alles zum Schiff zurückgebracht, bevor der Vulkan ausbrechen konnte. Hallo, Gaska? Trotzdem bin ich überrascht, dass wir noch am Leben sind. Würdet ihr mich erhellen, was da im Feuersangberg geschehen ist, meine Teure? Leute, was passiert hier? Gaska kommt einfach so ins Bild rein und sie läuft einfach weg. Jetzt kann ich nur noch mit mir selber reden. Ich habe Fürst Pakaro besiegt. Dofri nahm den Platz des Berggeists ein, um den Ausbruch abzuwenden. Free konnte all diese Macht in sich aufnehmen? Sie hat den Archipel, die Anführer der Allianzen, uns alle gerettet. Aber wo ist Free jetzt? Warum ist er nicht mit euch hierher zurückgekehrt? Ihr sagtet, Free hätte den Platz des Geists eingenommen. Was genau heißt das? Ich bin mir nicht sicher, doch ich glaube nicht, dass Free zurückkommt. Free ist jetzt Teil des Feuersangbergs. Oh, Free, das arme Ding. Dieses Opfer hat uns alle gerettet. Ich werde Sam auf ewig dankbar dafür sein. Und ihr seid sicher, dass Fürst Bakaro besiegt ist? Ohne seinen Anführer sollte der Orden der Emporstrebenden sich auflösen. Doch was geschieht mit den Insignien des Druidenkönigs, meine Teure? Free benutzte die Insignien, um sich an den Berg zu binden. Ich glaube, sie wurden vom Vulkan zerstört. Auch gut. Solange die Druiden geteilt bleiben, sind sie nicht bereit für einen neuen König. Und ich bin mir nicht sicher, wie Emmerich und die anderen auf einen weiteren König in ihrer Mitte reagieren würden. Nun, sprecht mit unseren Freunden, meine Teure. Dann sollten wir nach Vastyr zurückkehren. Na, ich darf wieder alle sehen, sehr schön. Moment. Mit dir soll ich, oder? Optionale Schritte. Ich spreche mit dir mal als letztes, weil es... Ach nee, Moment, da oben sehe ich das. Ja, okay, dann kann ich doch mit dir reden. Diese Geschichte ist ja so lang wie ein Wahlsöldnerin. Doch ich glaube, es ist mir lieber, euch auf meiner als auf der Gegenseite zu haben. Daher genießt ihr zumindest fürs Erste den Respekt der Goldklingen und ihres Kapitäns. Also ich hoffe, das Gedingel ist jetzt nicht so laut in der Aufnahme. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt schon wieder hier vorbeifahren.
Was ist mit den Goldklingen und eurem Schiff geschehen? Warum seid ihr auf der Perfekter Sprung? Die Goldklingen haben sich so gut geschlagen wie eh und je. Und als Fürstin Arabelle die Warnung ausrief, gingen wir zum nächsten Schiff und stachen in See. Bei mir war das eben dieses. Und euer Geisterwesen entschied sich zum Bleiben? Stimmt das? Ja, Free entschied sich zurückzubleiben und den Vulkan zu bändigen. Das ist heftig. Ich kann nicht behaupten, dass ich das Gleiche getan hätte. Doch ich kann jeden respektieren, der sein Leben lässt, um andere zu retten. Es ist nicht gerade die Lebensweise der Meereselfen, aber trotzdem. Ich glaube, ich werde jedes Mal auf Free anstoßen, wenn wir am Berg vorbeisegeln. Das ist doch mal eine schöne Idee. Kaska. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können, als ihr Baccaro vernichtet habt. Ich hätte ihn wirklich gern einmal gebissen und herausgefunden, wie so ein Verräter schmeckt. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Was für eine Zeit dies doch war, meine Freundin. Der Orden der Emporstrebenden, abtrünnige Druiden, ein falscher Druidenkönig und ein uralter Naturgeist. Alles nur wegen einer Prophezeiung, an die sich die Druiden kaum erinnern. Ach, ich bin nur froh, dass ihr hier wart, um die Dinge wieder ins Lot zu rücken. Saji könnte sich an dieses Heldengeschäft gewöhnen, wenn es nur besser bezahlt wäre. Ach nun ja. Wenn ihr mit allen gesprochen habt, lasst es Saji wissen und wir segeln zurück nach Vastyr. Ja, kein Thema. Wobei ich eigentlich dachte, seit der Sache mit den Drachen, dass er sich schon an das Heldengeschäft gewöhnt hat. Sie wird es am härtesten treffen. Reden wir erstmal mit Stefan. Es tut mir leid, dass wir keinen anderen Weg gefunden haben. Free hätte sich nicht opfern sollen müssen, um den Rest von uns zu retten. Ich bin nur froh, dass ihr Baccaro aufgehalten habt. Nun können wir vielleicht damit anfangen, Galen wieder aufzubauen. Es war Fries Entscheidung. Sehr traf diese Wahl und bat mich dabei zu helfen, die Sache zu Ende zu bringen. So viel Tod und Zerstörung, weil Baccaro irgendein uraltes bretonisches Vermächtnis beanspruchen wollte. Wenn ich etwas aus meiner Zeit bei den Druiden gelernt habe, dann ist es, dass sie weder einen König noch eine Prophezeiung brauchen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie müssen es einfach nur tun. Ihr glaubt also nicht an das Vermächtnis der Bretonen? Macht euch nicht lächerlich, natürlich tue ich das. Doch das Vermächtnis ist keine Krone und keine Stulpe. Es ist das Volk, geboren aus Menschen und Elfen, um etwas Neues zu erschaffen. Es ist Magie, Druiden und Ritterorden. Das ist das bretonische Vermächtnis, an das ich glaube. Es ist unser Bestes. Ich bin froh, dass ihr bei Free im Berg wart, meine Freundin. Ich werde nie vergessen, was er getan hat, um uns alle zu retten. Ist Free für immer weg, Laurel? Free ist nicht weg, meine Freundin. Sehr ist einfach nur mehr als zuvor. So wie ein Baum vom Samen zum Keimling und schließlich zu einer gewaltigen Eiche wird, wurde auch Free verwandelt. Sehr ist immer noch bei uns, schläft im Feuersangberg und bewahrt uns vor der Gewalt des Vulkans. Aber werden wir Free jemals wiedersehen? Immer wenn ihr Free sehen wollt, dann blickt zum Feuersangberg. Sie ist nun ein Teil von ihm, der Geist des Berges. Ich muss den Druiden sagen, was hier geschehen ist. Sie wissen lassen, welche letzte Lektion uns der Seher lehren kann. Opferbereitschaft. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir mal die Segel nach Hause. Sand. Hier drüben, meine Teure. Graf Stefan und ich haben etwas für euch. Ihr macht es euch wirklich zur Gewohnheit, den Archipel zu retten und mir zu helfen. Dank euch haben wir Fürst Baccaro als Verräter offenbart, die Inseln vor einem ausbrechenden Vulkan gerettet und die Bedrohung des falschen Druidenkönigs beendet. Gut gemacht, meine Teure. Was ist mit dem Orden der Emporstrebenden, Fürstin Arabelle? Macht euch keine Sorgen. Ohne seinen Anführer wird er sich rasch auflösen. Nun müssen wir die Friedensverhandlungen fortsetzen.
Wir können uns nun unserem ursprünglichen Vorhaben widmen und der Archipel ist sicher, dank euch. Und dies ist für euch. Graf Stefan und ich wollten, dass ihr das bekommt. Ja, und es handelt sich um einen kräftigen Ring des Sets Bastion des Drauife und einen Fertigkeitspunkt. Das haben wir gut gemacht, meine Teure. Doch wir sind noch nicht fertig. Ich könnte Unterstützung brauchen, falls ihr dazu in Stimmung seid. Nein! Ich habe jetzt schon zweimal gedacht, dass diese Linie hier jetzt zu Ende ist. Was will sie denn jetzt noch von mir? Was soll ich für euch tun, Fürstin Arabelle? Während ich nach Hochinsel zurückkehre und letzte Vorbereitungen für die Friedensgespräche treffe, möchte ich, dass ihr Druiden Laurel bei einer weiteren Sache helft. Wenn ihr fertig seid, trefft mich im Alraunen-Herrenhaus. Welche Art von Hilfe benötigt Druidin Laurel? Die Einzelheiten soll sie euch mitteilen. Aber was ich sage, ihr habt mit Sicherheit Eindruck bei den Steinlehre-Druiden hinterlassen, meine Teure. Ich helfe Druidin Laurel und treffe euch dann im Alraunen-Herrenhaus. Druidin Laurel wird euch sagen, was ihr für sie tun könnt. Nur trödelt nicht. Bringt eure Angelegenheiten hier zu Ende. Dann trefft mich auf Hochinsel. Wir haben die Anführer der Allianzen wirklich lang genug warten lassen und ich muss ein paar Dinge mit der Liga der Standhaften klären. Die Liga der Standhaften? Ihr wollt wirklich weiter mit Fürst Baccaros Organisation zusammenarbeiten? Trotz des Verrats von Fürst Baccaro hat die Gesellschaft Gutes hier auf den Systren und in Tamriel getan. Das will ich nur ungern verlieren. Doch ihr habt durchaus recht. Ich muss herausfinden, ob die Gesellschaft vertrauenswürdig ist. Wie werdet ihr das bewerkstelligen? Ich fange mit einem Treffen mit Hauptmann Marguerite an. Die Liga zieht viele gute Leute an, die viel Gutes bewirkt haben. Ich werde sie nicht mit Fürst Baccaro sterben lassen. Ich hoffe, dass die Organisation, wenn möglich, weiter besteht. Ja, und irgendwie ist gerade die Quest weggekommen. Galen und der ganze Archipel schulden euch etwas, meine Freundin. Ihr habt meinen Dank. Wir werden nie vergessen, was ihr und Free getan habt, um uns zu retten. Ah, es ist wieder da. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge den Friedensverhandlungen widmen, die ich schon komplett vergessen hatte, ehrlich gesagt. Gut, dass das jetzt noch hinterhergeschoben werden musste, das ist irgendwie klar und natürlich auch gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder direkt hier, um uns weitere Anweisungen zu holen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.